Hallo und herzlich willkommen zu so später Stunde. Ich habe mich entschlossen, heute noch ein weiteres Video aufzunehmen und zwar zum Thema Facebook-Aktie, denn ich glaube, das bin ich euch wirklich schuldig. Schon länger kein Video mehr darüber gemacht und so wie ihr hier sehen könnt, habe ich zum letzten Mal hier Stellungnahme bezogen zur Facebook-Aktie und wie ihr sehen könnt, hier war das am 18.07.2019. Damals habe ich gesagt, ich gehe raus aus Facebook. Ich spiele es mal kurz ab für euch. Raus aus Facebook. Ja, und warum? Weshalb hier ganz kurz die Erklärung dazu? Naja, ich habe jetzt einige Videos gemacht, wie man quasi eine langfristige Dividendenstrategie, das ist meistens dividendenstarke Titel, langfristige Aktiendepot-Strategie fahren kann. Warum? Weshalb das so sinnvoll ist, wenn man jetzt Dividendenaktien hat zwischen 5. Naja, okay, und dann eben erkläre ich hier ganz kurz den Unterschied zwischen meinen langfristigeren und meinen kurzfristigeren Aktien, Kauf- und Verkaufsstrategien. Also das heißt, damit meine ich jetzt kein kurzfristiges Hin- und Hergezocke oder Getrade, sondern ich rede, hier ist schon die Rede von ja, eine Aktie über mehrere Monate hinweg also zu kaufen und über mehrere Wochen, Monate hinweg zu halten und dann eben wieder mit Gewinn zu verkaufen. Warum das eben bei manchen Aktien sinnvoll ist, als sie ja, permanent zu halten. Ich denke, Facebook sowie auch die Tesla ist mir einige Male sehr gut gelungen, hier einfach eine sehr große Range zu bedienen und dort eben insgesamt dann letztendlich mehr ja, unterm Strich zu verdienen. Wie gesagt, ich habe jetzt einfach ganz kurz, ihr könnt euch dieses Video auch auf meinem Kanal nochmal reinziehen. Ich werde euch das hier einfach oben verlinken, ganz einfach. Und jetzt zurück zum Facebook-Chart. Und hier sehen wir aktuell den Tageschart und wir sind, tja, oh Wunder, um die 200-Euro-Marke wiederum. Jetzt werden wir das Ganze mal auf ein Jahr ausdehnen hier. Sieht man es noch nicht so gut, aber jetzt sind wir mal auf 3 Jahre. Dann sieht man schon recht gut, wo wir am 18.07. ungefähr waren. Das war, ja. Hier war das irgendwo, da habe ich sie dann für 204 Euro verkauft. Also zum Zeitpunkt des Videos, das ich euch vorhin gerade gezeigt habe, verkauft. Und tja, na Quatsch, das ist das falsche Jahr. Okay, das ist das falsche Jahr. Okay, das war hier oben. Am absoluten Top habe ich es verkauft. Wir sind ja im Jahr 2019. Ich war gerade im Jahr 2018. Gott vergib mir. Ja. Okay. Also hier oben habe ich sie verkauft gehabt. Das war genau der Zeitpunkt des Videos, wo ich ihn gedreht habe. Da kann man auch kein Mü und kein Meck drüber dann. Man kann da nicht irgendwie flunkern oder sonst was. YouTube lügt nicht. Ja, das war der Zeitpunkt, wo ich das Video hochgeladen habe. Und das war der gleiche Tag, wo ich damals eben die Facebook wieder verkauft habe. Ich hätte die Facebook zu unterschiedlichen Werten hier gekauft. Ich glaube, das war so irgendwas mit zwischen 140 und dann nochmal ein paar Aktien, 160. So recht viele Aktien hatte ich da auch nicht. Aber rein von der Strategie her ist es, glaube ich, eine sehr gute Aktie, um einfach hier zu sehen, dass wir hier uns letztendlich in einer Range befinden, die ja. Hier war es ziemlich tief. Das war ja dieses Dezemberloch. Sagen wir mal, das ging runter bis zu dem Tief hier 2017 auf 126. Aber letztendlich die Range, von der ich spreche, die ist so mehr oder weniger hier bei 140, 145, 150, sowas. 160, zwischen 160 und 200 Euro. Und, oder sind das Dollar? Sorry. Und das ist so die Range, in der ich denke, dass diese Aktie auch noch eine Zeit lang sich bewegen wird. Und deswegen bin ich da, wo sie sich jetzt Status quo jetzt bewegt, bei 200 auch wieder raus. Ja, also ich kaufe auf dem Preisniveau keine Facebook-Aktie, weil für mich, das hat verschiedene Gründe. Facebook ist für mich eine volatile Aktie, die wirklich stark ist. Also mit einem, im Prinzip einen Burggraben auch hat, sehr smarte Zukäufe gemacht hat, wie Instagram. Und
ich glaube noch irgend so eine Social Media. Also sie heißt, die sind strategisch sehr gut. Sie schwimmen auf einem sehr, sehr wichtigen Trend mit. Das heißt, Social Media und die Monetarisierung von Social Media Kanälen und oder dem wichtigsten Social Media Kanal jenseits von Google. Oder man könnte eigentlich auch sagen, das ist die einzigste Konkurrenz zu Google, was B2C betrifft sowieso. Gut, und dann haben wir im B2B-Bereich noch LinkedIn, aber LinkedIn gehört ja mittlerweile zu Microsoft. Also man müsste dann letztendlich die Microsoft-Aktie kaufen, aber B2B ist nochmal ein bisschen was anderes wie B2C. Der Markt ist viel, viel enger. Auch wenn viele Marketer da draußen sagen, ja, B2C und B2B, das ist letztendlich immer das Gleiche, weil dahinter steckt immer irgendein Mensch. Ja, das stimmt schon. Aber der Markt ist viel enger. Ja. Und das Mindset der Person, wenn sie sich auf LinkedIn befindet, ist ein völlig anderes, als wenn sie sich auf Facebook befindet. Wenn sich eine Person auf LinkedIn befindet, dann hat sie das Mindset, dass sie eben gerade sich in der Rolle, die Person in der Rolle seines Jobs befindet. Das ist ein völlig anderes Mindset, als wenn ich mich in der Rolle als Privatperson befinde. Also unterschätzt es mal lieber nicht, ja. Ein Mensch, der sich in seiner Rolle gerade befindet, das sind auch so Mindset-Geschichten, die sich jetzt gerade in unserer Gesellschaft etwas auflösen. Aber wenn ich jetzt jemanden, ich komme aus dem Verkauf und Marketing, wenn ich jetzt jemanden was verkaufen möchte und er befindet sich gerade in der Rolle, meinetwegen, lass uns mal irgendeinen popligen Jobtitel nennen. Sagen wir mal, was weiß ich, Controlling Director. Ja, damit identifiziert sich jetzt diese Person als Controlling Director. Ja, unglaublich wichtiger Posten. Tralala. Also ihr merkt schon, ich ziehe das ein bisschen ins Lächerliche, weil ich das einfach bei uns in der westlichen Welt oder in Deutschland hauptsächlich da nehmen sich die Leute eben sehr wichtig, teilweise identifizieren sich sehr stark mit dem, was sie beruflich tun. Das in anderen Ländern oder in anderen Kontinenten unserer Erde ist es etwas anders. Und wenn er sich in dem Mindset eines Controlling-Direktors befindet, ja, dann wird er sich auch in seinem Kaufverhalten und entsprechend kann man dann auch anderes Marketing, muss man dann machen, anders verhalten, als wenn sich die gleiche Person als Franz Xaver, ja, irgendwo auf Facebook gerade im T-Shirt befindet und was für sich im Park entlang spazieren geht oder irgendwas oder mit seinen Kindern oder sowas, dann ist er in einer ganz anderen Situation, mental und psychologisch gesehen, und man kann ihn da ganz andere Dinge verkaufen, als wenn er sich in der Rolle eines Controlling-Direktors befindet. Ja? Also, jetzt habe ich ganz lange ausgeholt, um ein bisschen überhaupt die Businessmodelle von Facebook und Co. zu erklären. Und der Grund, warum ich persönlich der Überzeugung bin, dass das mehr oder weniger eine sogenannte eine Range-Aktie ist oder geworden ist, ja, wenn man da mal ein bisschen weiter zurückgehen, vielleicht 10 Jahre, dann sieht man vielleicht, woher die eigentlich kam. Ja. Also, ich meine, man könnte letztendlich mehr oder weniger jede erfolgreiche Aktie 10 Jahre zurückgehen und dann hätte man ungefähr den gleichen Anstieg. Das ist jetzt eigentlich auch gar nicht so aussagekräftig, weil die letzten 10 Jahre einfach super gelaufen sind für ganz viele Aktien. Aber jetzt machen wir mal hier, sagen wir mal, nein, 5 Jahre sieht man es sehr gut. Es gibt viele Tech-Aktien, ja, viele sogenannte Fun-Aktien, die haben hier einen steilen Anstieg. Wir sind ja hier immerhin 5 Jahre zurück, ja. Also wir sind hier bei 2017 und sowas. Das sind ja immerhin 2, 3, 4 Jahre. Und in diesen letzten 2, 3, 4 Jahren haben viele von diesen von diesen Hype-Aktien einen ganz steilen Anstieg, ja. Und hier sehen wir bei Facebook eben nicht, ja. Gut, gezwungenermaßen hier hatten wir diesen Rücksetzer generell vom Markt. Aber wenn wir jetzt mal den außer Betracht ziehen, wir denken uns jetzt einfach mal diesen Kursabsturz, diesen Crash in Anführungsstriche von 2018 Dezember, den denken wir uns jetzt einfach mal weg. Und wir nehmen jetzt aber nur mal hier den rechten Teil und den linken Teil und wir sehen, dass die Aktie mehr oder weniger einfach seitwärts läuft.
ja, über Jahre hinweg, ja, von Anfang 2017 letztendlich, April bis heute, ja. Und deswegen sehe ich hier auch gar keinen Grund, dass ich die jetzt auf so einem Niveau kaufen würde. Ganz im Gegenteil, eher verkaufen. Und hier bin ich auch wieder so, dass ich sage, wäre ich jetzt ein Shortseller, also jemand, der regelmäßig auch leer verkauft und solche Dinge tut, dann würde ich jetzt fast sogar, also entweder neutral sein oder eher sogar Short-Selling betreiben. Weil nach dem, was ich hier sehe im Chart, die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, dass wir hier wieder um 20 Dollar runtergehen, ja, wieder aufs Niveau wie, sagen wir mal hier, ja, aufs 180er Niveau, 170er bis 180er oder vielleicht sogar wieder aufs 160er Niveau wie hier, ja, 150er Niveau, als wie, dass wir jetzt da irgendwie steil bergauf gehen. Das kann natürlich auch sein, aber wir reden immer nur von Wahrscheinlichkeit. Und auf jeden Fall sehe ich hier überhaupt gar keinen Grund, zu diesem Zeitpunkt diese Aktie zu kaufen. Und das ist ja auch letztendlich mitunter der Titel dieses Videos. So, damit wären die 10 Dinger wieder rum, die 10 Minuten. Und einfach um nochmal zurückzukommen, damals, als ich hier verkauft habe und das Video gedreht habe, im Juli 2019 bei 201 Euro, hatte ich es genau am Hoch letztendlich erwischt. Das ist natürlich Zufall, ne? Weil ich wusste auch nicht, dass das jetzt genau das Hoch ist in dem Monat. Und dann die nächsten 6 Monate bis zum heutigen Zeitpunkt quasi wieder 6 Monate gebraucht hat. Wir waren ja mittlerweile runter bis 174, also es sind ja immerhin 30%, ne? Bis es wieder da oben ist. Ja, das habe ich auch nicht gewusst. Das hätte ja auch gerne noch ein paar Euro weiter rauf gehen können, bis zu diesem Hoch hier vielleicht, zu 220. Aber darum geht es ja nie, ja. Sondern es geht ja nicht, es geht ja darum, dass du langfristig einfach Gewinne machst, ja, und nicht, dass du irgendwie in die Glaskugel schaust, sondern du gehst einfach nur nach Wahrscheinlichkeiten. Und für mich war die Wahrscheinlichkeit hier, als ich das Video gemacht habe, das ich dir eingangs gezeigt habe, im Juli war die Wahrscheinlichkeit für mich höher, dass es runtergeht, und es ist hier auch runtergegangen, 6 Monate lang. Letztendlich als wir rauf, und genau im gleichen Zeitpunkt, genau im gleichen Punkt stehen wir heute wieder, 6 Monate später. Und das war der eigentliche Punkt, was ich hier sozusagen, die Message, was ich hier rüberbringen wollte bei diesem Video zum Thema Facebook-Aktie. Ich werde jetzt dann noch ein weiteres Video drehen, heute wahrscheinlich nicht mehr, weil jetzt haben wir schon gerade ungefähr 1 Uhr morgens. Noch interessanter, und das ist das Thema Tesla-Aktie, aber das werde ich dann wahrscheinlich erst morgen drehen, das Video. Also, schaut morgen wieder rein, das sind noch ein paar spannende Details zur Tesla-Aktie. Da hatte ich ja vor ein paar Wochen, die hatte ich ja verkauft mit über 50% im Plus insgesamt. Haltedauer, ich glaube, war auch kürzer wie ein Jahr, musste halt fett Steuern zahlen, aber das musst du, glaube ich, sowieso. Und egal, wie lange du die hältst. Soweit ich weiß, du hast einen Freibetrag von 800 Euro und das war's, ne? Okay, das war's, und ansonsten, bis zum nächsten Mal, Daumen hoch, und hier hast du hier ein paar Videos, die jetzt gleich erscheinen, die du dir auch gerne anschauen kannst, wenn du jetzt noch Bock hast, und ansonsten abonniere meinen Kanal. Wenn du den noch nicht abonniert haben solltest, dann verpasst auch nicht das nächste Video zum Thema Tesla-Aktie und wie ich da über 50% Gewinn gemacht habe innerhalb von, ich weiß nicht, waren es 7 Monate, 8 Monate, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Dein Thomas Klein, und bis bald.